spielt heute bei Reini trifft zu Gast die Tormann-Legende, die Ex-Tormann-Legende vom LASK, Pavao Pervan. Hallo, grüß dich. Servus Manuel, danke für die Einladung und freue mich, dass ihr mich nicht vergessen habt. Na, auf gar keinen Fall. Aber ein herzliches Dankeschön an den Andreas, der hat den Kontakt zusammengebracht, dass wir zwei heute bei seit 1908 Reini trifft, Pavao Pervan, dass wir das heute machen können. Ein herzliches Danke an ihn. Vielleicht, wenn du auch noch grüßen magst, den Andreas. Ja, hallo Andreas. Nach der Aufforderung grüße dich natürlich. Ich glaube, wir haben uns mal bei einer Krebsskala haben uns kennengelernt, sind seitdem in Kontakt und ich weiß, dass der Andi durch und durch ein Schwarz-Weißer ist und ja, so ist der Kontakt zustande gekommen und ich bin jetzt froh, dass wir das machen können. Ja, herzlichen Dank. So, Pavao, ich hätte gleich am Beginn für unsere Fans einen Wordrap, so eine Art Wordrap vorbereitet. Den macht man normal immer zwischen drinnen in einem Interview. Wir machen da gleich am Anfang, dass man die vielleicht ein bisschen besser kennenlernt. Und es gibt ja durchaus junge Zuseher, die dich vielleicht nicht mehr ganz so kennen. Aber ich glaube mal, die allergrößte Mehrheit wird dich noch kennen. Aber wärst du bereit, dass wir gleich mal mit einem Wordrap starten? Ja, machen wir. Ja, super. Dein Alter? Über 20. Okay, perfekt. 33. Okay, deine Größe? 1,94. Wie einen Tormann, sehr wichtig. Dann Position? Tormann. Dein aktueller Verein? VfL Wolfsburg. Dann deine Ziele? Ich will unbedingt nochmal Champions League spielen. Okay, dann dein Familienstatus? Verheiratet. Und verheiratet? Jetzt habe ich einen Sohn bekommen. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dein Lieblingsessen? Cevapcici. Aha, sehr gut. Hobbys? Fußball spielen und reisen. Reisen ist ein gutes Stichwort, weil das nächste Wort auf meiner Liste sind Urlaubsziele. Ich bevorzuge Urlaub am Meer. Urlaub am Meer. Dann ich zocke FIFA. Aus Sicherheitsgründen nicht mehr. Okay. Linz. Geile Stadt. LASK. Unvergessliche Momente. VfL. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wer ist der beste Fußballer der Welt? Messi. Wer ist der beste Tormann der Welt? Außer du. Unter anderem Manuel Neuer. Okay, ja perfekt. Dann haben wir schon mal ein paar Einblicke von dir bekommen. Jetzt hätte ich grundsätzlich einmal die Frage, du bist ja jetzt seit 2 Jahren beim VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga. Was sind denn deine Eindrücke jetzt in den fast 2 Jahren, wo du da jetzt dort bist in der deutschen Bundesliga? Was ist der große Unterschied zur österreichischen Bundesliga? Was hast du dort dabei am meisten mitgenommen? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich genieße es heute noch wie am ersten Tag, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, wirklich ein Traum von mir in Erfüllung gegangen ist, in eine der 5 besten Ligen der Welt zu wechseln. Ich glaube, der große Unterschied zu Österreich ist natürlich in erster Linie die Tatsache, dass du jede Woche vor fast jede Woche vor ausverkauftem Haus spielst, dass die Präsenz eine ganz andere ist als in Österreich, dass es wahnsinnig viele Leute interessiert, dass Deutschland sehr fußballbegeistert ist. Vom Niveau der Liga her ist es natürlich auch ein Riesenunterschied und die tagtägliche Arbeit ist natürlich auch so, dass du jeden Tag gefordert wirst im Training und dich messen kannst mit Spielern, die ebenfalls aus sehr guten Vereinen kommen und das bringt dich einfach als Sportler weiter. Und für mich war es auch ganz wichtig, nach der langen Zeit beim LASK diese, ich sage immer, Komfortzone zu verlassen und was Neues auszuprobieren. Und wo das Angebot dann eben aus der deutschen Bundesliga kam, habe ich wirklich nicht lange überlegen müssen, weil ich gewusst habe, dass das einfach sich richtig anfühlt und dass
das der richtige Schritt ist und deshalb bereue ich es bis heute noch nicht, auch wenn ich jetzt nicht als Einser-Tormann gewechselt bin, aber meine Hoffnungen kann mir keiner nehmen und ich bin ja auch bereit, was dafür zu tun. Okay, was war denn dabei das beeindruckendste Spiel, wo du im Kasten gestanden bist beim VfL? So ein Wendepunkt seit meiner Ankunft, seitdem ich hier bin, war das Spiel gegen Hannover, muss ich ehrlich sagen. Das war das erste Heimspiel von Anfang an für mich zu Hause. Da haben wir 3-1 gewonnen und ich habe ganz wichtige Bälle gehalten, die dazu beitragen haben, dass wir dieses Derby, das ist hier ein Derby, für uns entscheiden. Und das war so für mich persönlich so der Wendepunkt, wo ich gewusst habe, okay, jetzt bin ich endgültig hier angekommen und jetzt habe ich noch weitere 6-7 Spiele, weil sich meiner Mitspieler, der Kunker Stelzer, verletzt hat und ich gewusst habe, dass ich jetzt die restlichen Spiele auch bestreiten werde. Das war so der Wendepunkt und eigentlich so der Moment, der mir so am meisten in Erinnerung bleibt. Aber natürlich, wenn du mich jetzt von der Atmosphäre und vom Ganzen drumherum fragst, dann würde ich auch Borussia Dortmund auswärts dazu zählen. Ich glaube, ich muss da nicht viel dazu erzählen. Jeder weiß, was dort für eine Stimmung herrscht und was das für ein Gefühl ist oder sein muss, wenn man da vor knapp 90.000 Leuten spielt. Das ist schon wirklich was Unvergessliches. Das kann man nicht in Worte fassen und das kann man auch mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das glaube ich dir. Also du hast einmal die gelbe Wand hinter dir gehabt, hinter deinem Rücken. Zwar als gegnerischer Tormann, aber das muss sicher ein beeindruckendes Gefühl sein. Ja, ich habe sie leider sogar jubeln gehört. Das ganze dreimal. Oh je. Aber das gehört auch dazu. Von dem her, jetzt kann ich drüber lachen. In dem Moment war es natürlich nicht so. Und aber war natürlich die Freude überwiegt und das bleibt mir ewig in Erinnerung. Aber nicht nur das Spiel, sondern auch die anderen. Also ich habe ja auch meine ersten Europa-League-Spiele hier beim VfL Wolfsburg machen können. Und das sind alles so Erinnerungen, die man einfach nie vergessen wird. Hättest du vielleicht gewünscht, in der Europa-League mal gegen den LASK anzutreten? Nein, eben nicht. Aus zwei Gründen nicht. Erstens einmal, weil ich den LASK wahnsinnig stark einschätze und weil ich gewusst habe, dass der LASK ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für uns wäre, der uns vor Riesenprobleme stellen wird. Und weil sie einfach die Spielweise, die sie haben, einfach nahezu perfekt umsetzen und einfach jeder Mannschaft Probleme bereiten können. Und als zweiten Grund, warum ich es mir nicht gewünscht habe, ist einfach die Tatsache, dass ich nicht gern gegen einen LASK spielen würde. Also ich spiele sehr gern für einen LASK, ich spiele sehr gern für VfL Wolfsburg, aber ich würde nicht wollen, dass ich mal gegen meinen Ex-Verein spiele. Wenn es natürlich dazu gekommen wäre, hätte ich natürlich gespielt, das ist überhaupt keine Frage, aber ich wünsche es mir nicht. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt da vom Fernseher sitze und mir so ein Duell wünsche. Okay. Einmal eine Frage zu Wolfsburg. Was ist denn dort dein Lieblingsort? Wo verbringst du dort deine Freizeit mit deiner Frau? Wo bist du dort recht gerne? Ich muss ehrlich sagen, Wolfsburg ist mir immer ein bisschen zu negativ dargestellt worden. Also es ist jetzt keine Stadt wie Berlin, Wien oder sonst eine andere Großstadt. Aber ich finde, dass es schon vor allem für Familien einiges bietet. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, muss ich sagen, der jetzt jeden Abend in eine andere Bar gehen will oder einen Kaffee trinken will in einem anderen Café. Von dem her ist es für mich vielleicht ein bisschen leichter. Ich finde, Wolfsburg hat so vertreibe ich mir zumindest die Zeit. Ich gehe gern mit der Frau ins Kino, wir gehen gern spazieren. Da, wo wir wohnen, gibt es einen riesengroßen Wald, wo man wirklich endlos lang spazieren kann. Das gibt mir zum Beispiel auch viel. Dann kann man ins Theater gehen, du hast nette Städte in unmittelbarer Nähe, du hast viele gute Restaurants, weil es hier auch sehr viele Italiener gibt und ich finde, es ist ein kleines Outlet hier, das sehr nett ist und von dem her, glaube ich, ist es schon für Familien sehr lebenswert. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, verstehe ich auch einen 18-Jährigen, der nach Wolfsburg wechselt und vielleicht mal hier und da Party machen will und das ist nicht möglich, okay, das stimmt schon, aber im Endeffekt ist es meiner Meinung nach nicht annähernd so schlimm, wie es dargestellt wird. Okay, und mit welchen Spieler vom VfL verbringst du so am meisten Freizeit? Wer sind so deine besten Freunde im Club? Ich bin sehr gut mit Josip Brekalo, jetzt mit Marin Pongracic, habe auch einen sehr guten Kontakt mit Xaver, mit Daniel Ginczek oder mit Nadmir Mehmedi.
Und ja, hier und da geht man natürlich essen. Kommt darauf an, ob die Familien von den anderen Spielern da sind oder anderer Besuch da ist. Und ja, es bleibt uns jetzt auch nicht so viel Zeit, dass du sagst, ich mache jeden Tag was anderes. Von dem her habe ich natürlich auch eine Familie zu Hause, um die ich mich kümmern muss. Und ja, da muss man natürlich auch ein bisschen Zeit auf die Seite tun. Ja, das ist klar. Kommen wir mal grundsätzlich zum LASK und deiner Geschichte beim LASK. Du bist ja im Sommer 2010 zum LASK gewechselt, aber bereits von Pasching, also dem Nachbarclub, was ich so gelesen habe auf Transfermarkt.at. Vorher warst du in Lustenau. Ganz kurz vielleicht zu Lustenau. Hat es dir dort gefallen, im Ländle? Ja, sehr gut sogar. So gut, dass ich sogar eine Frau mitgenommen habe, die danach geheiratet habe. Also, ja, dann. So perfekt. Von dem her hat es mir gut gefallen. Nein, ich muss sagen, Lustenau war, das war meine erste Profistation. Und in dem Moment hat sie sich für mich angefühlt, als ob ich für Real Madrid unterschrieben hätte, weil ich einfach so glücklich war. Das war einfach mein erster Profivertrag und das war für mich einfach das Nonplusultra. Und dort habe ich dann auch meine ersten Spiele gemacht, habe, wie gesagt, viele tolle Leute kennengelernt, unter anderem natürlich auch meine Frau. Und so bin ich dann nach 2,5 Jahren zu Pasching gewechselt und dort nach einem halben Jahr dann zum LASK und ja. Genau, beim LASK warst du dann zu Beginn Zweier-Tormann hinter dem Thomas Mandl. Hast du da noch Erinnerungen an diese Zeit damals? Ja, selbstverständlich. Das war eben meine erste Station in der Bundesliga. War natürlich ein Riesenschritt für mich, weil ich natürlich gewusst habe, was der LASK für Potenzial hat, beziehungsweise was der LASK für ein großer Verein ist in Österreich. Und dementsprechend stolz war ich natürlich dann auch auf die Unterschrift beim LASK. Ist dann sportlich natürlich nicht so gelaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber das gehört leider Gottes zum Fußball dazu. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, hat es einfach alles so kommen müssen, damit ich eben jetzt da bin, wo ich bin. Wie bist denn du dann zur Nummer 1 vom LASK? Wie bist du da dazu gekommen? Wie hast du das dann geschafft? Es war so, der Thomas Mandl war beim LASK die klare Nummer 1 und wir sind dann leider Gottes in der ersten Saison gleich abgestiegen. In der zweiten Liga wollten wir es dann noch einmal versuchen, mit allen Mitteln, dass wir wieder zurück in die Bundesliga kommen und haben es leider Gottes am vorletzten Spieltag gegen Grödig nicht geschafft, uns ein Finale zu bescheren gegen einen WRC und einen direkten Aufstieg in die Bundesliga. Sind eben nicht aufgestiegen und das Schlimmste, was dann eben noch dazugekommen ist, war der Lizenzentzug. Genau. Und ja, ich glaube, der Rest ist uns allen bekannt. War dann natürlich alles andere als eine schöne Zeit. Aber es war die Zeit, dass du zum Einser-Tormann geworden bist. Ich bin in der Regionalliga zum Einser-Tormann geworden. Fairerweise muss man dazu sagen, auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil natürlich der Thomas Mandl nicht mit in der Regionalliga gegangen ist, weil er dann gewechselt ist, ich glaube, zu Vienna, wenn mich nicht alles täuscht. Und so hat dann meine Laufbahn, sage ich jetzt mal, beim LASK begonnen. Wie ich beim LASK war, in der ersten und in der zweiten Liga, haben wir zwar die Trainer und Torwarttrainer großes Potenzial zugesagt, aber ich habe halt eben nicht gespielt, bis auf ein paar Einsätze in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga Mitte. Und es war natürlich für mich sehr hart und auch nicht befriedigend, aber ich habe halt auf meine Chance warten müssen. Und die kam dann eben mit dem Lizenzentzug und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga. Ja, eigentlich hast du dann einen Vorteil daraus gehabt, was dann einfach für eine Katastrophe war. Aber im Nachhinein kann man jetzt sagen, war es ein Reinigungsprozess, der jetzt sich gut darstellt. Wie waren denn die 2 Jahre in der dritten Liga? Wie würdest du die beschreiben in deiner Karriere? Sehr hart. Also der erste Moment, nachdem es beschlossen war, dass wir absteigen müssen, war extrem hart, weil sich da so angefühlt hat, als ob du einfach nicht mehr zurückkommen kannst. Also es war auch so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch hätte mal wechseln können. Also ich hätte noch in die zweite Liga wechseln können. Aber irgendwie hat sie sich für mich nicht richtig angefühlt, weil ich einfach, ich bin halt einfach so ein Typ, wenn ich zum Verein wechsle, dann versuche ich mich wirklich mit dem Verein extremst zu identifizieren. Und ich wollte einfach nicht in die Geschichte eingehen als derjenige, der einen LASK in Ruin sozusagen drin hat und dann seine Sachen packt hat und weg war. Und ja, obwohl ich da jetzt nicht allzu oft gespielt habe, habe ich mich trotzdem
mitschuldig natürlich gefühlt als Teil der Mannschaft. Und es war mir so ein persönliches Anliegen, auch ein großes Ziel von mir, große Motivation, dass ich eben mit dem LASK wieder dorthin komme, wo er hingehört, nämlich in die Bundesliga. Das war halt ein verdammt weiter Weg, langer Weg. Und ich habe auch nicht gedacht, dass es so lang dauern wird, aber ich habe nie den Glauben dran verloren, obwohl es natürlich phasenweise sehr, sehr schwer war. Ja, da weiß man ja noch die Geschichten, wie der Gerhard Klein dann teilweise gekämpft hat, das war der damalige Manager des LASK, wie der noch gekämpft hat ums Überleben des Vereins, wie teilweise Gehälter nicht mehr bezahlt wurden von einer gewissen Person, die damals Präsident war, und wie es dann wirklich schon knapp ums Zusperren vom LASK war. So ist es. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Peter Michael Reichel persönlich nicht einmal böse, weil er trotzdem derjenige war, der mich zum LASK geholt hat. Das heißt, hätte er damals Nein gesagt, wäre ich nicht zum LASK kommen. Also kann ich nicht sauer auf ihn sein. Die Sachen, die danach gelaufen sind, waren natürlich nicht in Ordnung und alles andere als gut für den LASK. Aber ich bin halt auch nur einer, der es aus den Zeitungen und so mitbekommen hat und nicht ganz genau weiß, was da alles im Hintergrund gelaufen ist. Aber ich glaube schon, dass es notwendig war, dass es zu einem Wechsel kommt. Und Gott sei Dank war es dann eben im zweiten Regionalliga-Jahr der Fall, dass die Freunde des LASK sich zusammengeschlossen haben und uns übernommen haben, weil es war alles andere als angenehm. Wir haben keine Gehälter bekommen. Wir haben uns untereinander finanziell helfen müssen und stützen müssen, auf Geld verzichten müssen, wie auch immer. Das war echt, echt richtig hart, weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe bis dorthin auch nicht viel verdient in meiner Karriere und ja, habe halt mit meinem Beitrag versucht, mitzuhelfen, so gut ich konnte. Und ja, das zeigt aber andererseits auch, was wir für eine gute Truppe waren und was da für Teamgeist herrscht hat. Und da gehört natürlich auch der Gerhard Klein unter anderem dazu, nicht nur er, sondern auch ein Karl Dagsbacher und andere Leute, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben, dass da irgendwie alles gut funktioniert. Ja, und eben auch die ganze Mannschaft damals, die zum LASK gestanden ist in dieser schwierigen Zeit. Sonst wäre der Verein heute vielleicht gar nicht mehr da. Das war wirklich sehr beeindruckend. Das wäre definitiv der Fall gewesen. Also der LASK wäre definitiv nicht mehr da, wenn wir damals eben nicht so eine gute Mannschaft gehabt hätten und dann die Frauen des LASK das nicht erkannt hätten und eben mitgeholfen hätten. Also man muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich kurz vorm Zusperren. Und deshalb wäre ich auch nie müde zu betonen, was wir eigentlich da für Spieler hatten, über die man vielleicht jetzt weniger spricht, aber die riesengroßen Anteil daran hatten, nämlich so wie Mario Hieblinger, Radovan Vujanovic, Daniel Kogler, Georg Haring, das waren, ich habe jetzt noch nicht einmal annähernd alle aufgezählt, das waren echt super Burschen, die sich wirklich mit LASK auch identifiziert haben und die mit voller Herzblut dabei waren. Und wenn es die nicht gegeben hätte, dann glaube ich, wäre auch der Karl Dagsbacher nicht kommen, beziehungsweise sie wären nicht kommen, wenn der Karl Dagsbacher nicht da gewesen wäre. Und. Also es hat vieles zusammenpassen müssen. Ja, nein, die waren auf jeden Fall, waren die alle beteiligt an der Rettung des LASKs. Aber dann ist der große Moment gekommen. Am 2.6.2014 haben wir ein Auswärtsspiel gehabt in Parndorf, wenn du dich an das noch erinnern kannst, was kurz vor Schluss durch einen gewissen Herrn Vujanovic per Kopf zum 1:0 entschieden worden ist. Und drei Tage später, am 5.6.2014, ist ein 1:1 auf der Kugel gegen den SV Parndorf herausgekommen und das hat den Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga bedeutet. Welche Emotionen verbindest du mit diesen zwei Regionalligaspielen? Ja, ich glaube, das ist so mitunter das Emotionalste, was ich beim LASK erlebt habe, sogar noch emotionaler als die Rückkehr, sage ich jetzt, in die Bundesliga, weil das, glaube ich, noch wichtiger war für die Existenz des Vereins, weil das war so ein Gefühl. Also wir haben ja ein Jahr davor die Relegation gegen Liefering nicht geschafft, obwohl leider, wir alle davon ausgegangen sind, dass wir nur Meister werden müssen in der Regionalliga Mitte und dann reicht das schon gegen Liefering, weil wir eine deutlich schwerere Liga haben mit der Regionalliga Mitte als eben Liefering. Und das war leider Gottes dann nicht so und das war dann halt ja wieder unglaubliche Enttäuschung. Und dann eben ein Jahr später schaffen wir das nach der Neuübernahme der Freunde des LASK und ja, das war einfach unglaublich. Also mir ist am meisten das Spiel im Bahnhof in Erinnerung geblieben, weil wir da eben, ich glaube, unterstützt worden sind von knapp 3.500 LASK-Fans und nach dem Spiel habe ich so richtig so gespürt, dass wir den Aufstieg mehr oder weniger geschafft haben. Also ich habe nach dem Spiel nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass wir
dass wir jetzt den Aufstieg schaffen, weil ich wusste, was auf der Kugel los sein wird und was das noch einmal für Kräfte freisetzen wird. Obwohl es natürlich sehr, sehr knapp war, das muss man auch sagen. Ich glaube, in der 95. Minute ja, hat Bandorf noch einen Eckball gehabt, wo ein Tor gereicht hätte und der Ball, glaube ich, kommt zurück auf knapp 11, 12 Metern zum Bandorf-Spieler und der nimmt den Volley und trifft ihn nicht sauber und der schießt irgendwie gegen die Beine. Der Ball springt raus und der Schiedsrichter pfeift ab. Ich glaube, wenn der reingegangen wäre, dann hätte es da Mord und Totschlag gegeben. Ja, ich glaube, da könntest du recht haben. Ich kann nur für mich sprechen. Ja, ja, ich, also bei mir hätte es das wahrscheinlich auch gegeben. Also ich war ja auch immer dabei, auch in der Regionalliga. Ich habe in der Regionalliga einmal die Perfect Season gehabt. Als Fan war ich bei jedem Heim- und Auswärtsspiel. Was würdest du überhaupt zu den Fans, die auch in der Regionalliga dabei waren und auch da zu allen Heim- und Auswärtsspielen gekommen sind? Es waren ja nicht viele, aber es war ein harter Kern. Ja, aber das, genau das macht es ja aus. Wenn es wirklich brennt, hast du ja nie viele Leute um dich herum, sondern wirklich nur unter Anführungsstrichen wenige. Und das waren halt einfach die Richtigen. Du hast halt, dadurch, dass du in der Regionalliga warst, ohne dass ich jetzt irgendwen anderen schlecht reden will, das ist jetzt überhaupt nicht meine Absicht, aber das waren halt die Leute, die jetzt mit dafür verantwortlich sind, dass der LASK eben so eine Unterstützung hat, wie er sie hat. Natürlich sind wir auf dem Platz dafür verantwortlich, dass wir gute Spiele leisten, bringen, die Leute im Stadion locken und. Der Vorstand ist dafür zuständig, dass er gewisse Aktionen macht, Sponsoren an Land geht, die das Ganze attraktiver machen. Aber die sind genauso wichtig, weil die auf der Tribüne die Stimmung machen und wenn ein Sponsor zum Spiel kommt und unentschlossen ist, ob er investieren soll oder nicht, dann sieht er halt die Fans im Stadion und sieht die Stimmung und fühlt es oder fühlt es nicht. Und das gibt ihm halt dann das Zeichen, okay, ich soll investieren oder nicht. Und so ja, dreht sich das Radl dann die ganze Zeit im Kreis herum. Und deshalb habe ich natürlich riesengroßen Respekt vor den Leuten, die damals schon hinterm LASK gestanden sind. Ich glaube, dass es noch wahnsinnig viele gab, die den LASK mitverfolgt haben, aber vielleicht aus anderen Gründen vielleicht nicht ins Stadion kommen konnten. Aber ja, es war nicht einfach, damals überhaupt LASK-Fan zu sein, ohne belächelt zu werden, weil, ja, weil wir einfach im Niemandsland waren, so ehrlich muss man sein. Ja, das habe ich auch am eigenen Leib oft erlebt, dass man gesagt hat, ah, zu dem Verein gehst du, ja, und jetzt auf einmal, wenn der LASK international spielt, sind das dieselben Leute, die mich dann fragen, ob ich ihnen Karten besorgen kann. Genau das meine ich. Genau. Dann waren die Feierlichkeiten, man ist wieder aufgestiegen in die zweite Bundesliga. In der zweiten Bundesliga hat es dann auch ein bisschen länger gedauert, als wir eigentlich vorgehabt haben. Was ist denn da passiert? Wie hast denn du die zweite Bundesliga empfunden? Ja, wieso soll man es uns so einfach machen, oder? Ist ja viel spannender, wenn es ein bisschen länger dauert. Stimmt. Nein, es war halt so, wir waren sehr euphorisch nach dem Aufstieg und wollten natürlich sofort wieder aufsteigen und ja, haben natürlich auch gewisse Möglichkeiten gehabt, sehr gute Spiele auch gehabt, aber im Endeffekt muss man fairerweise sagen, es hat nicht gereicht. Vielleicht war unser Wille größer als die Möglichkeiten, die wir damals hatten. Und deshalb sind wir auch zu Recht nicht aufgestiegen. Ich glaube, im ersten Jahr ist Mattersburg aufgestiegen, im zweiten Jahr dann Pölten mit dem Punkterekord. Und ja, leider Gottes hat es dann damals auch den Karl Dagsbacher seinen Job gekostet in dem ersten Aufstiegsjahr. Und ja, nachher ist dann der Martin Hieben gekommen, hat übernommen und dann eben im Sommer Oliver Glasner. Und von dem her haben wir da auch einige Hürden noch nehmen müssen. Ja, wie du gesagt hast, St. Pölten hat ja einen Punkterekord damals aufgestellt, völlig unfassbar. Wir haben sich schon dauernd gedacht, ihr gewinnt ja eh alles, was man gewinnen kann, aber die leider auch. Das war ja unfassbar. Und dann hat es dieses entscheidende Spiel in St. Pölten gegeben, wo es dann leider nicht gewonnen wurde und damit war es eigentlich besiegelt damals. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Spiel in St. Pölten, es war schon sehr, sehr hart. Was mir geholfen hat, es schneller zu verarbeiten als sonst, war die Tatsache, dass ich gegen Liefering eben dabei war, wo wir schon einmal so enttäuscht worden sind. Und aus dem Spiel habe ich dann wahnsinnig viel Kraft geschöpft, weil ich gewusst habe, okay, so bitter es auch ist, es geht weit und es hat alles einen Grund, warum es jetzt so kommt, wie es kommt. Und natürlich war die Enttäuschung riesengroß und wir haben uns alle eigentlich schon in der Bundesliga gesehen und haben gewusst, okay, mit der Unterstützung der Fans gewinnen wir, das ist ein Heimspiel und.
aber es hat einfach nicht sein sollen. Und im Endeffekt jetzt, glaube ich, wird das jeder bestätigen, wäre es einfach nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, aufzusteigen. Wir haben einfach noch dieses eine Jahr gebraucht, um dann eben souverän aufzusteigen und dann auch in der Bundesliga eine gute Rolle zu spielen. Aber in dem Moment siehst du das nicht. Wie hast du die Aufstiegssaison dann du gesehen? Da war es euch dann wirklich klar, wir sind der Top-Favorit. Dieses Jahr hält uns keiner auf. Auch mit dem Trainer Glasner war es dann völlig klar, dieses Mal marschieren wir durch. Naja, es waren ein bisschen so gemischte Gefühle dabei, weil wir nach dem ersten Jahr unter Oliver Glasner eben wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft hatten, dann nicht aufgeschieden sind und dann, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen abgespeckt wurde hier und da. Und dann hat man sich natürlich schon gedacht, okay, man bekommt viele junge Spieler dazu, klappt das jetzt? Wieso sollen wir jetzt der Favorit sein, wenn wir es letztes Jahr nicht geschafft haben und, und. Aber ja, ich glaube, wir sind es dann in dem Jahr einfach sehr, sehr clever angegangen, haben auch in der Situation, wo Austria Lustenau vor uns war, den Druck auf Austria Lustenau geschoben und einfach im Hintergrund so ein bisschen gewartet und sind unserem Weg einfach konsequent weitergegangen. Was mich halt auch so beeindruckt hat, war die Tatsache, dass der Verein dem Oliver Glasner den Rücken gestärkt hat und ihm weiterhin die Stange gehalten hat, weil sie einfach an das System geglaubt haben, gewisse Positionen verändert haben, neue Spieler dazugeholt haben und dadurch einfach die Mischung noch einmal besser gemacht. Und wir waren vielleicht von den Namen her nicht besser besetzt als das Jahr zuvor, aber es hat dann anscheinend was anderes gepasst und ja, dann sind wir völlig souverän und verdient aufgestiegen. Eine Frage, ist der Heimspielfaktor im kleinen Paschinger Stadion, wie würdest du den beschreiben? Du hast schon große Stadien, jetzt wie wir gehört haben, im Signal Iduna Park gegen Borussia Dortmund spielt. Pasching ist ja das extreme Gegenteil. Komplett klein, die Fans ganz nah am Spielfeld. Wie empfindet man diese Spieler? Ist das besonders motivierend oder ist das genau das Gegenteil? Was ist das? Na, ich muss ehrlich sagen, im Pasching spielen, das sage ich jetzt nicht, weil ich beim LASK war, aber im Pasching spielen ist für mich sensationell. Ist für mich auch ein riesengroßer Unterschied im Vergleich zu anderen Stadien. Ich meine, auf der Google ist es auch sehr, sehr geil, sage ich mal, wenn die Google voll ist. Aber ja, wenn es nicht voll ist, dann ist es natürlich auch wieder was anderes. Im Pasching ist es richtig cool, weil einfach alles so nah beieinander ist. Und ich glaube, das macht es dem Gegner auch wahnsinnig schwer. Und ja, man merkt einfach, dass diese Unterstützung, dass die zu den Spielern rüberkommt und dass die Spieler einfach durch diese Atmosphäre einfach noch die nötigen paar Prozent aus sich rauskitzeln können. Und ich glaube, dass das neue Stadion, das ja hoffentlich auch bald gebaut wird oder die Google verändert wird, wie auch immer, dass das auch so gebaut wird, dass man dann einfach viel näher am Spielfeldrand, am Geschehen dran ist, weil ich glaube, dass das diese besondere Atmosphäre auch ausmacht. Und da kommen wir vielleicht mit dieser Frage jetzt in die Gegenwart zum LASK. Der aktuelle LASK ist der aktuelle Tabellenführer der österreichischen Bundesliga und hat alle Auswärtsspiele gewonnen, nicht einmal ein Unentschieden. Das heißt, der Faktor Pasching ist in dem Fall gar nicht so groß, weil man eher sogar die Auswärtsspiele alle gewonnen hat. Wie erklärst du die aktuelle Stärke des LASK oder was ist für dich das Geheimnis des LASK in der aktuellen Saison, aber auch in der letzten, wo man Vizemeister wurde? Für mich ist das Erfolgsgeheimnis einfach die Tatsache, dass die Vereinsführung gemeinsam mit dem Trainer sehr geduldig ist. Beim LASK ist es so, dass nicht zu viele Leute mitreden, sondern dass die Entscheidungsträger alle negativen Stimmen im Keim ersticken und die wichtigen Personen in Ruhe arbeiten lassen, weil sie von dem Konzept, von der Philosophie überzeugt sind und deshalb kommen eben diese Resultate zustande. Man weiß, dass es keine Panikreaktionen gibt, wenn es mal 4, 5, 6 Spiele nicht so gut läuft. Und dass der nächste Schritt ist, dass du einfach mit Jürgen Werner, mit Sigmund Gruber jemanden hast, der, was die Finanzen angeht, einfach ein Genie ist und ein wahnsinniges Mastermind ist. Und der Jürgen Werner das Gleiche im sportlichen Bereich ist. Gemeinsam mit dem damaligen Trainer jetzt Oliver Glasner, beziehungsweise, obwohl ich ihn jetzt nicht kenne, aber jetzigen Trainer Valerian Ismail. Und ich glaube, dass diese Mischung und diese Kontakte, die auch der Jürgen Werner hat und dieses Auge, das er hat,
dass er damals mit Oliver Glasner hatte, eben auch, dass das dazu führt, dass sie einfach immer wieder die richtigen Spieler zum Verein holen. Sie schauen nicht nur auf Namen oder auf den Preis, sondern sie holen halt einfach die richtigen Charaktere zum Verein. Und wenn man sich anschaut, welche Spieler beim LASK spielen, dann sieht man, dass das alles erfolgshungrige Spieler sind, plus Spieler, die ja Potenzial haben, so ganz junge, wie jetzt Marco Raguz hin und her, und Spieler, die es ihren Ex-Vereinen, die von großen Vereinen kommen, wie der Austria und so weiter, die es ihren Vereinen einfach noch einmal zeigen wollen, hey, passt auf, ihr habt mich weggeschickt oder ich war für euch nicht mehr gut genug, euch zeige ich es nochmal und jetzt schaffe ich mir einen Lastendurchbruch. Und da kennen sie halt natürlich auch diese Möglichkeiten, die der LASK bietet, gepaart mit dieser professionellen Arbeit und dieser Philosophie, und das führt dann halt automatisch zum Erfolg. Aber es steckt natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ich meine, diese Arbeit wurde ja in den letzten Jahren geleistet und jetzt erntet man die Früchte plus setzt immer wieder neue Akzente. Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Mir kommt immer so vor, als wie wenn Spieler, wenn sie zum LASK gehen, immer besser werden würden. Siehe René Renner, Marvin Potzmann und so weiter. Das heißt, irgendwie ist der LASK eine Wohlfühlzone für Spieler, wo man sich perfekt entwickeln kann? Ja, ich glaube, das haben sie sich einfach erarbeitet, dass da einfach so ein gutes Arbeitsklima herrscht, dass, glaube ich, jetzt in Österreich die Spieler, wenn sie jetzt nicht für Salzburg geeignet sind, sofort zum LASK kommen wollen. Weil man muss halt schon fairerweise sagen, Red Bull Salzburg hat halt schon eine enorme Zugkraft für Spieler, die nichts mit LASK zu tun haben, sondern die einfach nur ein gewisses Talent haben und dann einfach unterkommen können. Und ich glaube, dass der LASK ganz klar mit Salzburg an der Spitze ist und dass sich da die Spieler aus dem Grund weiterentwickeln, weil einfach eine sehr gute Philosophie herrscht und weil ein Grundgerüst schon steht und die Spieler nur dazugeholt werden, die perfekt dazu passen. Und da beachtet man halt nicht nur auf die sportlichen Fähigkeiten, sondern natürlich auch auf den Charakter und die Einstellung. Und von dem her ist es für mich nicht überraschend, dass der LASK so lange so weit oben steht und dass er 11 Spiele auswärts gewonnen hat. Das ist halt einfach nur der Lohn harter Arbeit. Und jetzt haben wir natürlich die große Corona-Krise und die europäischen Fußballverantwortlichen stehen vor großen Entscheidungen. In Österreich würde es zum Spielabbruch kommen. Der LASK ist aktuell an der Tabellenspitze. Ist er deiner Meinung nach auch, wäre er der verdiente Meister, wenn abgebrochen werden würde? Oder wie ist das Thema Geisterspiele oder einen Abbruch ohne Meistertitel? Da gibt es ja mehrere Optionen. Was würdest du anraten, wenn du in der Verantwortung stehen würdest? Also wenn mich wer anruft und fragt, okay, Babu, was sollen wir machen, dann werde ich ihm ganz klar sagen, okay, wenn es zu einem Abbruch kommt, dann hat sich der LASK ganz klar den Meistertitel verdient. Weil es ist schon Hin- und Rückspiel gespielt worden. Und von dem her gibt es für mich nur diese Lösung, dass der LASK zum Meister erklärt wird, wenn es zum Abbruch kommt. Ich hoffe aus anderen Gründen nicht, dass es zum Abbruch kommt, weil ich erstens glaube, dass die Mannschaft so gefestigt und so gut ist, dass sie das auch ohne den Abbruch hinbekommt. Also, dass sie ihr Spiel durchzieht und auf dieser Erfolgswelle weiterhin schwimmen wird, weil sie einfach gut genug ist, weil sie gefestigt sind und weil sie einfach spüren, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Deshalb zweifle ich nicht im Geringsten daran, dass der LASK das aus sportlicher Sicht schafft. Deshalb wünsche ich es mir in erster Linie nicht. In zweiter Linie nicht wegen dem faden Beigeschmack. Man kann sagen, was man will, aber es wäre ein fader Beigeschmack, wenn die Saison abgebrochen werden würde und der LASK dann Meister werden würde für viele andere. Und ich glaube auch für den Spieler selbst, weil man möchte ja wirklich auch die Saison regulär zu Ende spielen und sich das dann wirklich über 34, 36, wie auch immer, Runden verdienen. Auf der anderen Seite wünsche ich es mir auch für die anderen Vereine, und zwar eher für die kleineren, die vielleicht auf das Fernsehgeld oder Sponsorengeld extrem angewiesen sind. Wenn es zum Abbruch kommt, werden die auf dieses Gehalt verzichten müssen. Das merke ich ja jetzt in Deutschland auch. Wie viel das genau ist, weiß ich nicht. Ich bin kein Experte. Aber wir waren in LASK vor einigen Jahren in der gleichen Situation, dass wir auf jeden Euro angewiesen waren. Und wenn uns dann jemand
zugesagtes Geld nicht ausbezahlt hätte, dann wären wir heute nicht hier und könnten nicht über den Meistertitel reden. Aus dem Grund darf man auch diese kleinen Vereine nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwer macht vom LASK, aber ja, sollte es zum Abbruch kommen, bin ich natürlich dafür, dass der LASK Meister wird. Und wenn weitergespielt wird, hoffe ich, dass die Jungs das weiterhin durchziehen und bin fest davon überzeugt, dass sie das schaffen werden. Okay, ja, dann kommen wir vielleicht noch zu einem ganz lustigen anderen Thema. Es gibt ja viele junge Profis, die am Weg, also viele junge Spieler, die Profis werden wollen. Was würdest denn du denen für Ratschläge geben? Was ist für einen 14-, 15-Jährigen besonders wichtig, dass er Ähnliches zusammenbringt wie du? Ich glaube, wenn du von 14-, 15-Jährigen redest, dann befinden wir uns eh schon in so einer heiklen Lebensphase, weil ab dem Zeitpunkt dann auch Freunde, falscher Einfluss, Freundinnen und so weiter dazukommen und dann man schnell dazu neigt, den Fokus zu verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man weiß, was für Ziele man hat. Ich persönlich habe jetzt nicht erst mit 14, 15 Jahren gewusst, dass ich Fußballprofi werden will, sondern das habe ich schon viel früher gewusst. Und dementsprechend habe ich dann natürlich auch versucht, alles dem unterzuordnen, dass ich das einmal schaffe. Und ich glaube, ja, weiß nicht, ich glaube, das sind diese üblichen Tipps, dass du einfach bereit sein musst, gewisse Dinge zu tun, die andere nicht machen. Und wenn du in einer Akademie bist, dann reicht es halt nicht, nur das Akademietraining zu machen und zu glauben, dass du eh super bist und dass du dann automatisch Profi wirst und, weil das ist halt ein Riesenunterschied zum Männerfußball. Von dem her, glaube ich, musst du immer wissbegierig bleiben, an dir arbeiten, hart mit dir selber ins Gericht gehen und versuchen, Dinge zu machen, die anderen nicht bereit sind zu machen. Das ist so mein Tipp, aber ich kann jetzt auch nicht den ultimativen Tipp raussuchen. Ja. Sind Tormänner oder speziell auch junge Spieler, die Tormann-Profi, so wie du, werden wollen, müssen die ein bisschen verrückter sein? Wenn man an Personen wie den Oliver Kahn denkt, dann kommt einem ja sofort in Erinnerung, der war ein durchgeknallter Wahnsinniger. Muss man ein bisschen anders sein als wir als Feldspieler? Muss man da auch in der Jugend schon ein bisschen anders sein? Durchgeknallt, weil du jetzt Oliver Kahn sagst. Der Oliver Kahn ist zwar so verrückt gewesen am Platz und sehr emotional, aber wenn man sich anschaut, zu was er es jetzt gebracht hat und wie intelligent er ist und wie der sich weitergebildet hat, dann zeigt das, kann der nicht so verrückt sein, sonst hätte er jetzt nicht bei Bayern München die Position, die er jetzt. Aber er ist natürlich positiv verrückt und ich glaube, der Torhüter ist ja generell ein Einzelsportler, das muss man ja auch sagen. Klar reden wir immer alle von Teamgeist und Mannschaftssport und bla bla, aber du bist ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise ein Einzelsportler. Und ich glaube, was ganz wichtig ist beim Torhüter, ist die mentale Komponente. Ich glaube, dass man da, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, auf die vorige, was man da machen kann, ich glaube, dass man ganz viel in dem Bereich arbeiten sollte, im mentalen Bereich. Also nicht nur am Platz oder im Kraftraum, sondern ganz besonders auch im mentalen Bereich, weil es einfach einem Torhüter, der sehr ehrgeizig ist, wie es zum Beispiel jetzt bei mir der Fall war, jedes Tor früher sehr zugesetzt hat und der sich sehr verkopft hat und. Jeder Fehler bleibt viel länger hängen als jetzt mittlerweile durch dieses mentale Training. Und ich glaube, dass das so eine Komponente ist, wo halt die meisten Spieler nicht so bereit sind, so viel zu investieren wie ins Körperliche. Mhm. Ja, ich weiß, von was du sprichst. Ich habe ja selber im Billard-Jugendnationalteam gespielt und im Billard kommt es ja extrem auf mentale Stärke drauf an. Und das kann ich mir bei einem Tormann richtig gut vorstellen, dass der die mental schwierigste Position am Spielfeld hat. Ja, so sehe ich es genauso. Also vor allem nach Fehlern oder Rückschlägen musst du halt trotzdem da sein. Oder auch wenn du mal nichts zu tun hast und erst in der 90. Minute den entscheidenden Ball aufs Tor kriegst, musst du da sein. Und bis dahin musst du halt einmal die Konzentration und deinen Fokus so hochhalten können. Wie entscheidend ist für dich die Körpergröße von einem Tormann? Wenn wir jetzt den Alex Schlager zum Beispiel hernehmen, der ist, glaube ich, 1,84, 85. Ist es trotzdem wichtig, ein großer Typ zu sein? Oder wo wäre für dich die Grenze? Weil wenn jetzt einer 1,65 Meter ist, dann wird er wahrscheinlich trotzdem Probleme haben. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel mit 1,65. Aber ich frage mich immer,
wo ist die Grenze zwischen groß und klein? Beginnt die bei 1,85 oder 83 oder 89? Ist ja auch immer eine gute Frage. Aber unabhängig von dem, ich weiß, auf was du hinaus willst, ich glaube, es bringt ja 2 Meter großer Tormann nichts, wenn der unbeweglich und langsam ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auf der anderen Seite sage ich, wenn du 2 Torhüter hast, die die gleiche Ausbildung haben und gleich beweglich, gleich schnell und wie auch immer sind, wenn die gleichen Voraussetzungen haben, dann wirst du, je höher das Niveau ist, immer mehr und mehr an Kleinigkeiten gemessen. Und dann kann halt einfach jeder Zentimeter ausschlaggebend sein. Und ich glaube einfach, da will ich aber jetzt nicht sagen, dass ein kleiner Torhüter nicht Weltklasse sein kann. Das stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, da haben wir genug Beispiele, wo kleine Torhüter Weltklasse-Torhüter sind. Aber ich glaube, dass ein kleinerer Torhüter im Vergleich zum größeren in jeder Situation die bessere Position haben muss, damit er gewisse Sachen durch seine geringere Körpergröße ausgleichen kann. Ich glaube, das ist dann, da reden wir aber jetzt wirklich schon von Details, die sich dann erst auf höchstem Niveau wahrscheinlich bemerkbar machen. Und ich würde nie jemanden abschreiben, nur weil er 3-4 Zentimeter kleiner ist. Wenn jetzt jemand, wie du sagst, 1,75 Meter ist, dann wird das, glaube ich, schon eng werden. Aber ob jetzt jemand 1,85 ist oder 1,90, ich glaube, dass dieser 1,50 Mann das mit anderen guten Eigenschaften auch wegmachen kann. Wie man ja beim Alex Schlager sieht, was denkst du über ihn? Sehr guter Torhüter. Seine Leistungen überraschen mich nicht, weil ich schon mit Alex erstens einmal trainiert habe, zweitens ihn auch persönlich natürlich gut kenne, weiß, was er für eine Einstellung hat und was natürlich auch enorm wichtig ist für einen Torhüter. Er spürt das Vertrauen des Vereins, der Fans, der Mitspieler und dann bist du natürlich in der Lage, hervorragende Leistungen zu bringen. Das, glaube ich, braucht jeder und deshalb freut es mich auch für den Alex, weil er hat mich auch immer wieder super unterstützt, als ich die Nummer 1 war beim LASK und von dem her gönne ich es ihm natürlich von Herzen, dass er das erfolgreich ist beim LASK oder beim Nationalteam oder wo auch immer er sein wird. So, dann kommen wir zur letzten Frage. Auch deine Karriere wird irgendwann einmal zu Ende gehen. Könntest du vorstellen, nach deiner aktiven Profikarriere vielleicht beim LASK wieder anzuheuern, in welcher Form auch immer? Definitiv. Also das wäre so ein riesengroßer Wunsch von mir, dass ich eines Tages zum LASK wieder zurückkehre, in welcher Funktion auch immer. Man kann im Fußball, wie wir schon oft gesehen haben, nie planen, ob als Spieler oder in einer anderen Funktion. Das wäre auf alle Fälle ein riesengroßer Traum von mir. Wir haben auch eine Wohnung in Linz, beziehungsweise in Machtrenk und haben die auch nicht vermietet, weil wir uns wirklich dort sehen und nicht wollen, dass bis dahin jemand anders bei uns lebt. Also es zeigt, dass wir uns wirklich in Oberösterreich sehen und das wäre natürlich ein großer Wunsch von mir. Aber ich bin mir natürlich auch dessen bewusst, dass ich nicht einfach nur zurückkommen kann und sagen kann, hey, hier bin ich, wo kann ich anfangen? Sondern ich muss natürlich auch wissen, in welchem Bereich, muss mich dementsprechend vorbereiten, falls nach meiner Karriere ist. Und da muss ich dann natürlich in gewissen Planungen eine Rolle spielen, beziehungsweise auch mit den Entscheidungsträgern darüber reden, wo sie mich sehen, was sie sich vorstellen können. Und. Aber das sind alles so Gedanken, mit denen ich mich auch beschäftige, wobei ich sagen muss, ich hoffe, dass ich noch lange Fußballprofi sein kann, weil ich glaube, dass das mit Abstand der schönste Beruf ist, den man haben kann. Ja, als Tormann kann man ja meistens 3-4 Jahre länger aktiv sein als wie Feldspieler. Das heißt, schauen wir, also 38, 39 müsste absolut möglich sein. Ich hoffe, also ich passe, glaube ich, ganz gut auf mich auf und habe bis jetzt Gott sei Dank keine schlimmen Verletzungen gehabt und hoffe, dass es natürlich so bleibt und dass ich noch lange spielen kann. Weil eins ist auch klar, je mehr Erfahrungen ich sammle, desto mehr kann ich natürlich auch weitergeben. Und das ist halt auch das Schöne, wenn du dann von einem tollen Verein zum anderen wechselst, dass du einfach immer wieder was Neues siehst, was Neues dazulernst und dann natürlich hoffentlich eines Tages weitergehen kannst. Okay, Paolo, eine letzte Sache. Hast du noch irgendwelche Grußworte an deine Fans in Linz? Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich möchte alle grüßen, die mich noch kennen, die mich nicht vergessen haben, die sie noch an die schönen Zeiten erinnern können, an die Höhen und Tiefen. Und ich bin immer wieder noch in Kontakt mit einigen Leuten vom LASK, egal ob das jetzt Mitspieler waren oder Fans oder sonst wer im Verein.
Es ist immer wieder schön, wenn ich nach Linz zurückkomme und ich habe mich jetzt in Linz bewusst nie so wirklich verabschiedet, als ob ich nie mehr kommen würde, weil es für mich immer fest stand, dass ich eines Tages wieder zurückkomme und ja, freue mich einfach auf die Zeit, aber möchte natürlich auf der anderen Seite hier so viel wie es geht mitnehmen, genießen, wertvolle Erfahrungen sammeln und ja, freue mich natürlich, wenn ich die alten bekannten Gesichter wieder mal sehe. Weil wenn ich jetzt nach Linz komme und dann ein, zwei oder drei Tage bleibe, dann bleibt natürlich die Zeit nicht, dass ich alles abdecke, was ich gerne abdecken würde. Aber kann es kaum erwarten, dass ich wieder mit dem einen oder anderen quatsch. Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Wir freuen uns auch wieder jedes Mal, wenn wir dich sehen. Ich sage herzlichen Dank für das Interview und vielleicht läuft man sich irgendwann wieder in Linz über den Weg. Danke, Paavo. Danke, vielen Dank und ja. Noch eine erfolgreiche Saison. Und ja, wer weiß, vielleicht kann ich schon bald zum Meistertitel gratulieren. Ja, danke. Okay, dann Servus und für die Zuseher von seit 1908, Reini trifft. Nächste Woche habe ich meinen nächsten Gast. Ihr dürft es dann schon raten in den Kommentaren unten, wer das vielleicht sein könnte. Und bis nächste Woche. Danke.